Wir gehen in Game, Leute. Die Map wird sein Haven wieder mal. Wir kriegen alle Haven-Taktiken gedrückt, Leute. Alle. Achtet auf den A-Kurz-Execute von Gob B und seinen Leuten mit der Wall am Truck und dann in der Ecke planten. Da musst du nämlich effektiv die Gegner nur ein bisschen zurückdrängen und dann den Lampenraum kontrollieren. Und das kannst du mit dem Brimstone und mit dem Breach eigentlich schon machen. Dann hast du einen Drei-Mann-Execute und die anderen beiden Heroes können ihre, oder Agenten können ihre Skills irgendwo hinballern. Oder für einen Afterplant aufheben. Und dadurch kannst du sehr schnell planten und sehr stark verteidigen. Das ist so eine Breakround. Wähle deinen Agenten. In der ersten Waffenrunde. Ja, da kam wieder Wähle deinen Agenten. Ich hoffe mal, wir fliegen jetzt nicht wieder raus. Ne, 10 Sekunden. Ja, sieht gut aus. So. Ich kann auch Wasser aus Wein machen. Valo 420 gegen, wie nenne ich das Team? Ich frage mich, ob sie was Interessantes dabei Was ist dein Call? Implantat. Das eine gewinnt. Geil, Alter. Also wer ist wo, wie nenne ich, ist rechts und Valo 420 ist links. Sekunde, um sicher zu gehen. Links ist Valo 420 und rechts ist das V-Team. Sehr gut. So, korrekt. Ich habe genau das Falsche getauscht. Ich bin so ein Depp. Und wir haben zum ersten Mal, glaube ich, dass wir einen Jet im Spiel sehen. Ja, stimmt. Erstes Mal. Das ist halt so eine Sache, weil es... die bringt halt keine Utility mit. Genau, die Smokes sind also, sehr kurz nur. Und ja, 3 Sekunden oder so oder 4. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie eingesetzt wird. Es geht los! Offensive. Pusht hier gerade hart über A direkt, haben aber auch noch mal ein bisschen was im Split auf Window und auf C. Oh, die Jet pusht raus, kriegt hier sofort den First Kill auf Trilux. Sonix kann hier nochmal Counter Kill rausholen mit dem Kill auf einem Stand. Aber Sonix Double Kill sofort. Nimmt hier nochmal die Race mit. Damit gerade Vorteil bei der Offensive. Yumas mit dem Kill auf der Alucard. Was ist denn das? Der macht hier so genau Shots. Liegt zwar nicht an der Jet, aber er ist hier wirklich sehr, sehr akkurat und spielt hier sehr gut. Ja, Robin Hood hat auf C die beiden gespottet, versucht jetzt den Kill zu machen, muss aber aufpassen, weil die Sonix das C des Breaches durchkommt und ihn killt und Sonix mit dem 4-10 Frag. Mauer errichtet. Da wird die Mauer errichtet, das ist gut auf jeden Fall. Und sie haben hier nur einen Defender jetzt hier gerade vor sich und der geht down. Danny Kay wird hier rausgenommen, das ist der erste Punkt für das V-Team. Ja, da sind sie dann noch verspätet auf C gekommen, obwohl das Scharmützel überall eigentlich stattgefunden hat. Da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass Sonix eben 4 Heads gedrückt hat, also, oder nicht 4 Heads, aber 4 Kills gemacht hat und dadurch kann man dann auch, also ich meine, wenn ein Spieler 4 Kills macht in der Pistol-Round, das ist normalerweise gelaufen. Das war auch echt gut. Sonix hat das sehr, sehr gut aufgeräumt. Aber auch Yumas war ziemlich gut dabei. Auch 2 Kills geholt. Einzigen Kills hier auf der Defender-Seite. Also, wegen der Hero-Composition noch. Kamera, wir haben jetzt hier eine Anti-Ego auf der T-Seite gegen die CTs. Jet würde halt gegen einen Omen ausgetauscht werden und das ist dann so ungefähr ähnlich, ja. Ich finde, der Omen hat zwar ein bisschen bessere Utility, im Vergleich zu Jet, aber die Jet ist eben aggressiver. Und Nuki schafft es hier nochmal den Kill zu holen gerade. Das war, glaube ich, auf Double Doors. 5 gegen 3 jetzt hier. Porter ganz klar bei der Offensive. Dalukard kann hier nach der Smoke sofort den Kill auf Danny mitnehmen, aber Robin Hood und Danny kriegen nochmal die Counterfrags. Es ist 3 gegen 2, gar nicht so unausgeglichen mehr. Oh. Er rennt hier aber sehr, sehr aggressiv durch. Oh, Sam, er kommt jetzt in die richtige Ecke, aber sie haben ihn schon erwartet. Nuki hat hier gut reagiert und kann hier den Kill mitnehmen. Das war wichtig. Und jetzt geht er hier auf den Punkt A und merkt erstmal, scheiße, hier ist gar keiner mehr. Ja, ich glaube, er ist spezifisch zur Waffe gelaufen, um die aufzuheben. Er wird sie höchstwahrscheinlich nicht saven wollen. Sie können sich in der nächsten Runde bessere Waffen leisten und wenn er jetzt noch 1-2 Kills macht, dann ist dementsprechend natürlich auch der Gegner geschwächt. Aber Nuki hat nur eine Pistole mitgenommen in dieser Runde und hat dadurch auch noch ein bisschen Geld parat. Und das reicht ihm ja auch. Vielleicht will Nuki auch sofort hingehen und er könnte sich jetzt eine Op kaufen, einen Operator, aber nee, er sagt, nee,
das reicht mir, wenn ich einfach mit der Phantom spiele. Hat ja, also gerade nochmal nachträglich geecoat und mit, oh, Überraschung, guck mal. Hier wird auf der Defensivseite nur die Phantom gespielt. Phantom ausschließlich, dieses Mal kein Wendelfokus. Die Phantom also vielleicht doch die bessere Waffe? Große Frage. Ich denke, es geht einfach nur darum, was du mehr spielst, was du confident spielst und mit wem du dich eben besser fühlst. Ja, hier in dem Fall ist auf jeden Fall ganz klar die Phantom bevorzugt. Trillux mit dem First Kill auf Robin Hood! Jetzt gehen sie auch sofort auf den B-Spot nach diesem Entry-Frag. Gar keine Zeit verschwendet. Gob bereitet den Spot schon vor und Trillux macht die Arbeit. Oh. Hier gehen die Kills gerade rein. Danny mit dem Double Kill von hinten, mit dem Triple Kill, nimmt hier noch einen mit und kann von Sonics endlich gestoppt werden. Aber Trillux ist auf dem Punkt, nimmt die Humas mit, auch einen Triple Kill. Die Offensive 3-0 gerade, die rasieren ja gerade richtig. So schnell reagiert, das ist nicht leicht. Versucht das mal mit eurem eigenen Home-Team, sage ich mal. Wenn einer einen Entry-Frag auf einem Spot macht, so schnell drauf zu gehen und dann liegen die Smokes sofort, dann kommt auch sofort der Cypher-Cage, dann kommen die Stolperdrähte vom Cypher noch zusätzlich während dem Go und ja, wir hätten da fast noch ein paar schöne Refrags gesehen. Das war Sam in der Ecke. Aber der Schlitz war da, aber die Gegner sind immer hin und her gelaufen und er hat dann mehr gegen die Kisten geschossen, als die Gegner zu treffen. Das war sehr bitter für ihn. Ja, der Molly geht jetzt hier sofort gerade in die Double Doors rein. Sie wollen gar nicht erst, dass da irgendjemand rauskommen kann. Und schöner Kill! Gerade von Dalukati auf Robin Hood. Und da haben sie auch schon das nächste Ziel auf dem B-Spot sofort entdeckt. Die Mauer steht zwar hier. Defender wollen hier gerade rankommen. Da gehen die Smokes jetzt gerade auf den Point. Die Mauer wird jetzt hier durchgehen. Oh, schön Ultimate von dem Trillux hier. Kann die Danny rausnehmen. Die saß absolut böse für ihn. Er kam dann nicht mehr raus. Gute Position zwar von ihm, aber hier sind gerade zu viele Kills und es ist nur noch ein Defender da. Nur noch die Race ganz alleine. Und die wird hier leider nicht mehr viel machen können gegen dieses überstarke Team gerade. Ja, Rikuno wird hier Probleme kriegen. Mir wurde gerade gesagt, das 420-Team wurde etwas träger nach der Pause. Aber ich glaube, daran liegt es gerade nicht, denn das, wie nenne ich das Team, ist verdammt flott. Vor allem jetzt zweimal hintereinander auf den B-Spot gegangen. Diesmal war es ja auch nur gegen eine Eco. Ist ja dann auch ein bisschen leichter. Aber sie benutzen trotzdem noch alle ihre Skills, während sie den Go machen. Und sie haben immer jemanden, der eine Waffe in der Hand hat. Also es bringt ja nichts, wenn jeder mit einem Skill in der Hand auf den Spot läuft, dann gehst du trotzdem down. Ja? Ja. Aber sie koordinieren das so gut. Da war jetzt auch schon wieder der Beacon auf dem Spot gelegen, der Cypher Cage und alles Mögliche. Also ich bin mal gespannt, ob die 420 Squad da noch ein bisschen was dagegen halten kann. Die sind momentan auf jeden Fall leicht aufgerieben. Es steht 4-0 für die Offensive und gerade zeigen sie gar keine Anzeichen von Schwäche hier. Absolut böse, was das V-Team wieder macht. Und das V-Team hat bisher A noch gar nicht so richtig angespielt. Also in der Pistole haben sie so ein bisschen da reingehalten. Und Danny hat jetzt die Operator da. Das heißt, die Defense braucht sich um A nicht zu kümmern. Vielleicht jetzt endlich eine Runde, in der sie bei B gegenhalten. Oh, Double Kill jetzt gerade auf jeden Fall für die Defensive. Und Dalukat schafft nur, Yumas rauszunehmen noch. Schnapp sie dir. Robin heilt sich da im genau richtigen Moment noch gegen, sozusagen. Ja, der Engage soll hier trotzdem noch auf B stattfinden. Der Cypher rotiert jetzt hier über Double Doors gerade von C raus. Da geht Dalukat gerade hoch. Kann hier mit der Ultimate den Kill holen auf Ryu. Und das sieht gut aus jetzt gerade. Wieder für das die Offensive. Super Move von Dalu. Der sah echt gut aus, ja. Der war wirklich nicht schlecht. Jetzt sind sie auf dem Punkt B. Kommen wir aber gerade noch nicht wirklich weiter. Muss man aber auch sagen, Riku ist stehen geblieben, weil er wusste, er stirbt so oder so. Wenn er sich hinsetzt und stehen bleibt und aimt, kriegt er vielleicht sozusagen den eigenen Refrag. Aber das hat er in dem Fall nicht geklappt. Nuki auf jeden Fall schafft es, nochmal einen Sen rauszunehmen. Und jetzt können sie hier auf C gehen, aber da kommt schon gerade die Defensive Sage angelaufen. Und ist jetzt hier auf dem Punkt vielleicht noch nicht aufgefallen. Kann jetzt hier... Oh, ist nicht aufgefallen, aber Dalukat sagt sich, nein, ich nehme den Triple Kill mit und Robin geht down. Danny auch noch erwischt worden und das ist das 5-0 für das V-Team. Jetzt wieder eine Safe-Round, dann wieder ein Bye und dann müssen sie eine Runde gewinnen. Sonst haben sie
nicht schon verloren, das nicht. Wir wissen alle, wie krass die Comebacks in anderen Spielen dieser Art, wo man legen kann und entschärfen kann und sowas, möglich sind. Aber es wird einfach nicht leichter, je mehr Runden man verliert. Das ist ganz klar. Könnt ihr euch auch aufschreiben. Ja, ihr könnt es euch aufschreiben, ja. Es wird nicht leichter, wenn man verliert, Leute. Eher schwerer. Merkt euch das bitte gut, liebe Kinder. Nicht zu Hause nachmachen. Oh. Da ist schon wieder der Hard Engage auf B, ne? Die gehen die ganze Zeit B wirklich. Für sie gerade die Favorite Spot. Sie scheinen da die Schwäche vom Gegner irgendwie gerochen zu haben. Ja. Die Frage ist, kriegen sie jetzt die Kills? Die Smokes sitzen gerade, da sehen sie noch, der Breach ist schon auf dem Punkt, aber können hier gerade nicht wirklich den Punkt engagen. Ja, und das war jetzt so ein zweite Welle-Go im Endeffekt. Sie spielen sich an B ran, sie machen First Druck. Jetzt haben sie den ersten Killer noch und jetzt können sie sich auf der Map wieder verteilen und die Kontrolle ausüben, die sie jetzt schon in den letzten 5 Runden bekommen haben. Hier wurde gerade noch eine Ulti gezogen von der Jet. Ist aber schon wieder vorbei. Hat hier nichts damit geholt oder war es sogar die Race? Es war die Race, Entschuldigung. Die hat leider nichts treffen können. Ultimate geht hier gerade auf den Punkt von der Offensive vom Brimstone. Robin Hood mit dem Kill auf Sonix. Damit gerade Kill gegen die Offensive und ausgeglichen. 4 gegen 4 noch ist, was verbleibt. Und jetzt kommt hier die Offensive komplett auf Punkt A. Defensive kommt hier gerade über Heaven. Kommt die Sage. Da sehen sie schon. Schießt schon ein bisschen rein. Kriegen hier aber gerade den Kill nicht. Da geht aber Dalukat nach oben. Todesmutig. Und nimmt Robin Hood mit. Überhaupt kein Problem für ihn. Double Kill, nochmal Triple Kill insgesamt. Und da ist die Defensive wieder komplett aufgerieben. Schöner Move. Dalukat, der sich einfach doppelt hochboostet. Und dann oben die Sage rausholt. Sauber gespielt. Heftig, die Moves, die da jetzt auch, die Solo-Moves, die er auspackt mit der Race. Deswegen ist der Hero auch super interessant. Ich würde mir eben wünschen, dass sie eine Möglichkeit finden, ihn so anzupassen, dass du mit diesen Moves einen Kill machen kannst, aber dass du nicht mit, ich drücke nur W und laufe irgendwo hin und dann drücke ich Linksklick und drück so in die grobe Richtung unbedingt einen Kill machst. Also mir geht es auch nicht so um diese Clips, oh, 5K gegen eine Eco, die auf den Spot rusht oder so, komm, das ist auch egal. Das haben die wahrscheinlich selbst erwartet. Mir geht es um den, du gehst wohin und du killst diesen einen Spieler hundertprozentig. Das sollte bei einer Ult nicht der Fall sein. Ja. Außer eben mit solchen Moves. Ja. Gobi hört hier schon die ganzen Steps auf den Punkt. Gerade jetzt hier gerade der Hard Engage auf den Punkt. Aber Yumas kann hier den First Kill mitnehmen. Robin Hood Follower direkt hier, nimmt den Dalukat mit. Sonix aber countert hier nochmal. Yumas down, Robin Hood down. Und damit Trelux Double Kill nachgesetzt. Da kommt jetzt aber die Ultimate auf den Punkt. Und das ist jetzt eigentlich der Entry. Aber sie lassen es sein. Sonix kann hier nochmal einen Stun rausnehmen. Und damit ist gerade der Breach ganz alleine gegen das gegnerische Team. Danny Kay kann hier Sonix rausholen. Oh, aber die Möglichkeit, vielleicht erwischte die Sage auf dem Rausweg, er schaut aber leider in die falsche Richtung und das wird sehr schwer für Danny. Jetzt wird er auch noch umlaufen, so mehr oder weniger, von zwei Seiten angegriffen. Ich denke nicht, dass das noch was wird, aber er versucht es auf jeden Fall. Oh, sogar mit Headshot hier gekillt. Hat die den Diffuse schon mal gefaked? Der weiß, der Gegner muss jetzt rauskommen. Aber, na, wobei, der wartet noch ein bisschen. Oh, Trelux hat ihn hier vermutet direkt und einfach durch die Wand gesprayt. Triple Kill für ihn. 7:0 für das V-Team. Das ist so schade, dass sie aus Dannys guter Ult nicht viel mehr machen konnten. Wieder war der B-Spot das Problem. Und sagen wir jetzt mal, die Verteidiger halten die Angreifer auf B auf. Dann haben sie immer noch die Möglichkeit, mit dem verstärkten Fokus, den die Verteidiger auf B richten müssen, auch mal C anzuspielen, was sie auch noch nicht so oft gesehen haben, oder eben A. Also, es steht ihnen alles offen. Trelux ist gleich mal AFK gegangen nach diesem Klatsch, da muss er sich erstmal holen. Der muss erstmal die Anspannung rauslassen. Clip das, clip das! Ah, dann clip ich halt selber. So, wir haben jetzt hier gerade Schlagabtausch schon bei Double Doors. Hier wird einfach durch die Tür gesprayt, in der Hoffnung, irgendwie Lucky einen Kill zu holen. Noch passiert hier gerade nicht allzu viel. Hier wird der Robo reingeschickt und alles Mögliche, aber ich weiß nicht, ob der überhaupt eine Chance gehabt hätte gegen die Firing Squad, da 3 Leute vor der Tür. Mauer auf B-Spot ist auf jeden Fall schon mal down. Hinten auf A lang sitzt jetzt hier gerade noch der Breach, der Verteidiger, ganz alleine. Und
Sie versuchen hier gerade irgendwo den Entry-Frag zu kriegen, den sie aber noch nicht haben. Jetzt kommen aber die Smokes rein. Man sieht schon, der Brimstone macht sich bereit. Geht in Deckung! Und sucht hier nach der Gelegenheit, die Ultimate, die Smokes zu platzieren. Hat er drin. Entry-Möglichkeit für den Punkt jetzt. Die Sage ist noch on point, das wissen sie nicht. Oh, da kommt der First Kill gerade von der Race auf die Race und Robin Hood kann hier nochmal Trillux rausnehmen. Damit die Offensive im Nachteil. Ja, und das ist gegen eine Half-By-Round. Robin Hood nochmal mit einem Kill und dann kommt Rico. Oh, alleine gegen 4, jetzt gegen 3. Oh, der schafft doch mal Yumas rauszunehmen und das ist die erste Runde, die Valo 420 hier mitnehmen kann. Erste Runde gegen das bisher unaufhaltbare V-Team. Das war ein schöner Kill von Rico mit der Ult. Und dann setzt Robin Hood da unglaublich, dass er mit der, ich nenne sie jetzt einfach mal USP, sorry, das ist eine CS-Krankheit, mit der Waffe, mit der Ghost, genau, eine Ghost heißt sie hier, kann er da 2 Kills am Spot machen, unglaublich. Sehr stark auf jeden Fall. Jetzt haben sie hier ihre Comeback-Runde vielleicht. Eventuell damit das V-Team aus dem Konzept gebracht. Danny mit dem First Kill auf Trillux durch die Wand. Das war die Rache für die Runde gerade. Ja, jetzt kann sich Trillux auch endlich richtig erholen. Robin wieder mit seiner Wall. Die würde ich zum Beispiel jetzt anstelle von V-Team instant zerschießen, jede Runde. Einfach instant da ein Loch reinschießen, damit Robin sich da nicht drauf verlassen kann, dass diese Wand steht. Jetzt wissen sie, okay, bisher ist noch niemand da. Ja, wenn sie auf B kommen wollen, dann müssen sie erstmal da durch. Und dann verraten sie sich selbstverständlich. Ja, hier wird gerade auch abgewartet. Alle sehr diszipliniert. Und die Jett ist ganz alleine auf A gerade. Und auf A kommen sie jetzt alle. Oh, die Jett wird hier gleich von hinten weggeholt, wenn sie nicht aufpasst. Mit ein bisschen Pech, da sieht sie schon. Jetzt kommt der Call, die kommen auf A, die kommen auf A. Und jetzt muss sie rotiert werden. Cypher kommt sofort aus der Mitte angelaufen. First Kill gerade von Nuki. Kann hier die gegnerische Race rausnehmen. Follow-up Kill Goppy mit dem Kill auf Yumas. Und jetzt hier die Offensive natürlich auf den Punkt stark vertreten. Da geht nochmal das Stun rein. Heaven steht. Kann Heaven hier die Kills holen. Das wäre so schön. Ja, die zeigen sich aber auch nicht. Ah, da zeigt er sich einmal kurz und Nuki geht eben raus und nimmt ihn ganz kurz mit. Im Vorbeilaufen, gar kein Problem für Nuki. Er hat auch genau in dem Moment den Skill rausgeholt, das kennt man. Egal in welchem Spiel, wenn man irgendwie sowas hat wie eine Fähigkeit. Man holt sie immer im falschen Moment raus. Das ist einfach behext, vor allem in solchen Games. Es steht hier 7-1, Brazil, never forget. WM, wann war es? Ich weiß es nicht mehr. Aber das muss einfach auch mal gesagt sein. Sonix und Co. 8-1 vorne gleich. 8-1, ey. Wahnsinn. Starke Performance hier. Und obwohl sie hier 4 gegen 5 unterlegen waren, haben sie das Ganze dann noch rumgerissen mit dem schönen Engage auf A. Und ich fand das von der Jett gar nicht so schlecht, stand erstmal auf der Box, hat die Info geholt, hat dann schön abgesmoked und ist weggekommen, aber der Roboter und der Peak, also gleichzeitig auch, das ist ja immer das Problem. Der Roboter alleine und der Peak alleine wäre kein Problem gewesen, aber da kommt der Robo, du weißt, ah, jetzt kommt gleich der Roboter. Und dann kommt aber der Spieler gleichzeitig und dann muss dein Gehirn nochmal den Fokus switchen und das verzögert das Ganze und gibt dem Gegner dann den Vorteil. Genau, so sieht's aus. So, die Defense steht jetzt gerade mehr auf Punkt B verteilt und die Offense steht hier gerade komplett split in Double Doors. I'm Stun mit dem First Kill. Sie wissen jetzt, er steht da oben, steht zu dritt in der Double Door drin. Dalukat kann hier mit der Nate I'm Stun rausnehmen. 4 gegen 4 gerade. Und jetzt werden sie von hinten engaged und schöner Double Kill hier gerade von der Race, die das gut umläuft und gut mitnehmen kann. Jetzt aber von Dalukat gestoppt wird. Es ist immer dieses Battle zwischen den beiden Races, zwischen Dalukat und Rico. Sie erasen sich. Ja, sie erasen sich. No pun intended. Oh, Jumas macht von hinten ein bisschen Stress und das war super getimed auch wieder. Ja, Double Kill hier nochmal gegen die Offensive. Wunderschön. Holen hier den zweiten Punkt für sich. 2 Runden noch in der ersten Hälfte. Aber sie wollten ja zuerst in der Defense spielen. Das bedeutet, in der Offense sind sie vielleicht nicht so stark. Ja, oder genau andersrum. Sie spielen erstmal Defense und wissen dann, wie gut sie auf der Angreiferseite sein müssen.
Aber ja, zu der Runde muss ich echt noch sagen, dieser Door Execute wieder schön gespielt vom V-Team. Aber dann waren sie so stuck. Dann sind sie nicht weitergekommen. Sie wussten gar nicht, was sie damit machen sollen. Und dann kam von hinten Rico. Den hätten sie auf jeden Fall picken müssen. Und ja, das war dann im Endeffekt ja auch der Knackpunkt. Der war gerade der entscheidende Spieler hier, der von hinten gut aufgeräumt hat. Wollen jetzt hier vielleicht über C gehen, sehen, okay, da ist nur einer gerade. Jetzt kommt aber gerade auch der Rico wieder angelaufen, um direkt am Punkt C zu helfen. Der hat auch eine Operator am Start. Trilux aber mit dem Kill auf Danny. Kann hier den Headshot setzen. Ultimate von der gegnerischen Race geht rein. Erwischt die Trilux ein bisschen, aber nicht allzu gut tatsächlich. Oh, schöner Jump von Rico auch. Da zeigt er auch, dass nicht nur Dalu die Race beherrscht. Aber er hat nicht so viel Support auf dem Spot. Und das heißt, er muss sich in zwei verschiedene Richtungen drehen. Da hat er sich jetzt ein bisschen in die Bredouille gebracht. Und jetzt haben ja alle auch rotiert. Außer Sonix, der blieb noch da. Der hat auch den Spike. Jetzt gehen sie alle doch wieder über die Mitte, nachdem sie jetzt alles auf C rotieren lassen haben. Jetzt kommt aber der Call. Die sind wieder hier Mitte, Mitte, Mitte. Und da kommen sie auch schon nach und nach rüber. Sie müssen ein bisschen von hinten aufpassen, denn Rico ist wieder auf dem Weg. Aber sie rotieren nochmal nach A. Sie haben B gefaked jetzt gerade. Müssen jetzt aufpassen, dass sie hier nicht noch Rotation Frags reinkriegen. Ja, oder einfach keine Zeit mehr haben. 30 Sekunden. Aber es liegt jetzt sehr viel an der gegnerischen Jett. Yumas. Er braucht die Information. Leider kann er sie nicht so gut aufhalten. Und er hat seine Ult noch nicht ready. Aber wenn er einen Kill macht und dann die Ult triggert, dann kann er die komplett kaputt machen. Ja, und da kommt die Ultimate auf Punkt A. Und jetzt muss schnell rotiert werden von der Defense-Seite. Da kommt eine Doppel-Ultimate. Beide Brimstones hauen hier, beide Breaches hauen hier ihre Ultimate raus. Double-Kill von Nuki gerade gegen die Defensive. Danny kann noch einen Ground-Kill rausholen auf Nuki. Und jetzt ist es hier an der Zeit. Sie müssen jetzt die Gas geben. 4 gegen 3, die Defensive ist im Nachteil. Ultimate von Daluk hat gezogen, in Heaven geschossen und da wird er von Rico direkt gepunished. Hier von A kurz gerade kommt, aber da kommen nochmal die Counterkills. 2 gegen 2 verbleibt, die Defense hat nochmal gut nachgeholt. Danny hier mit dem schönen Kill nochmal auf Trilux auf Erlangen. Schönes Ding. Und jetzt hier One-on-One. Breach gegen Breach, er weiß, wo der Gegner ist. Schöne Flash, aber er schießt daneben. Oh, er schießt daneben und Sonix macht den Sack zu. Holt hier den 9. Punkt für sein Team. Schönes Ding. Wow. Ah, wenn er da die Piste in der Hand hat oder jegliche andere Waffe, hat er den Kill. Super easy. Sonix kann da von Glück reden, dass auch der zweite Shot der Operator daneben ging. Der war natürlich dann so No-Scope auf gut Glück noch reingeschossen. Mann, das hätte ich ihm aber gegönnt. Das war von Danny auch super gespielt. Mit dem C Sonix mit dem Flash Sonix rausgepresst aus der Posi. Am Ende war es ein Millimeter, der gefehlt hat. Ja, leider wirklich den Shot. Er ist natürlich runtergesprungen und hat in dem Moment keine Accuracy. Der Blind war aber super gut. Ja. Das jetzt hier sein können. Ich Nuki und Bobby holen hier sofort 2 Kills raus. Ein Counterkill von Yumas auf Dalukart. Relux für den Kill auf einem Zahn. Und damit ist es hier gerade erstmal gut bestellt um die Offensive. 3 gegen 2, 3 gegen 1 und Sonix setzt zum Double Kill nach. Danny geht down und das ist das 10-2 in der ersten Halbzeit. Well played. Boah, ja, da war Sam ganz schön cheeky. Er ist durch seinen eigenen Cage in die Mitte gepusht und hat auch direkt den Headshot verteilt, aber natürlich war da nicht mehr drin. Für ihn wird sofort getradet. Und ja, Danny hat gerade mit der Operator nicht so viel Glück gehabt. Wir müssen die Teamnamen noch changen. Hab ich schon. Natürlich auf dem Radar. Immer, mach ich immer instant. So schnell? Ich hab zwei Textdateien, wo die Namen drin stehen. Da gehe ich kurz rüber. Kopier, paste, copy, paste und dann STGS, STGS. Und schon fertig. Okay, so mache ich es auch. Bloß bin ich halt schon alt. Ich gehe sogar mit der einen Maus auf den anderen Rechner rüber und mach das. Du hast ja auch zwei Mäuse, da bist du doppelt so schnell. Nee, ich nehme die eine Maus und gehe quasi mit der Gaming-PC-Maus auf den Streaming-PC. What? Magie. Okay, ja. Jetzt schauen wir erstmal die Piste, denn die geht schnell auf den A-Spot. Oh. Trilux hier sofort mit einem Double-Kill sogar, hat hier mit dem Molly sogar einen Kill rausgeholt und das ist direkt der 11. Punkt, was ist das denn? Double-Kill von Nuki noch und sie rushen einfach böse auf den Punkt. Ich habe gar nicht mitgekriegt, was da passiert ist. Sind wir hier bei Overwatch oder was? Das war fast wie ein Overwatch-Execute auf einem Spot. 5 gegen 5, alle ballern rein. Ja, aber man sieht, die Standardpistole ist ja viele Leute auf den Public-Servern
tauschen sie noch gegen eine Ghost oder sowas, aber wenn man sie einfach langsam benutzt und sich mehr auf den oberen Teil des Körpers, nämlich den Kopf, konzentriert, ist sie genauso effektiv wie die anderen. Das war gerade sehr schön demonstriert worden von Nuki zum Beispiel. Ich persönlich komme ja mit der Klasse gar nicht klar. Also ich brauche auch eher Ghost oder Deagle. Sheriff, Entschuldigung. Und Ja, also verständlich, aber am Anfang, so bei diesen Teams, ist halt das Equipment viel wichtiger, um auf den Spot zu kommen und so weiter. Ja, man sieht auch schon wieder hier 3 Kills gegen Velo420. Es ist Wahnsinn, wie schnell das hier gerade geht. Talukat pusht hier auch einfach raus gegen 2 auf einmal, sieht den zweiten erst gar nicht und holt dann einfach den Double Kill. Gar kein Problem für ihn. Leichteste Übung für einen Talukat. Er macht das einfach. Ja, so schnell macht man eben. Kleinholz, wow. Hackt man Kleinholz in der Anti-Eco, aber jetzt geht's mit den richtigen Waffen auf den C-Spot anscheinend. Und wir sehen schon, es ist nicht, wie schon gesagt, es ist eben kein Room for Error mehr da. Sie können sich nicht mehr viel erlauben und sie entschließen sich zu 5 auf einen Spot zu gehen oder zu 4 mindestens. Ja, sie entschließen sich jetzt hier gerade mit allen 5 auf 10 lang zu gehen. Gehen hier sehr aggressiv rein, müssen auch aggressiv rein. Oh, hier geht gerade. Oh, hier gehen gerade so viele Shots raus, aber viel geht hier gerade noch nicht down. 2 Kills ist hier gerade getradet. Dalukat kann hier aber noch einen Double Kill rausnehmen und hat da Nuki auch einen Double Kill. Haben 4 Kills raus und das ist es gewesen. 13-2 für das V-Team gegen Velo420. Die lassen den nächsten Gegner alt aussehen. Und damit ist das V-Team im Finale. Puh.